Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Hallo, hier spricht Gabriele Wendel aus Weisenheim am Sand. Ich grüße euch herzlich. Ihr Lieben, eigentlich gibt es im Frühling extra einen Sonntag, der sich diesem Thema widmet. Misericordias Domini nennt sich der Sonntag. Aber ich finde gerade jetzt, Anfang Oktober, da die Tage kürzer werden und die Nächte länger, es draußen manchmal ungemütlich ist. Gerade da schenkt mir dieses Bild von Jesus als dem guten Hirten Trost, Halt und Wärme. Auch jetzt sehe ich beim Wandern in manchen Regionen Hirten mit ihrer Schafherde, gerade wenn ich im Leininger Land unterwegs bin. Kleine Lämpchen sind jetzt nicht mehr dabei, aber immer noch ist da der Hirte, der auf seine Herde Acht gibt, der seine Herde zu frischem Wasser führt und auf Weideland führt, auf dem die Schafe genug zu essen finden. Wenn ein Schaf sich verlaufen hat, sucht er es. Und wenn sich ein Schaf verletzt hat, dann hilft er ihm und verbindet es so lange, bis die Verletzung geheilt ist. Es tut gut zu wissen, dass auch wir einen solchen Hirten haben. Jeder einzelne von uns. Und er kennt uns alle bei unserem Namen. Und für jeden einzelnen von uns hat er sein Leben gelassen. Jeden wird er suchen, denn er möchte kein einzelnes seiner Schafe verlieren. Er führt uns mit seinem Stecken oder Stab in die Ewigkeit seiner Gegenwart. Ich wünsche mir einen, der für mich sorgt, der mir den rechten Weg zeigt und mich unbeschadet durch Gefahren führt. Einen, der meinen Durst nach Leben stillt und nach mir sucht, wenn ich verloren gehe. Geht es dir auch so? Spricht dich das Urbild des guten Hirten auch so an? Der Herr ist mein Hirte, lebendiger Gott. Auf dem Weg durch die Zeit fragen wir uns: Wohin willst du uns führen? Bist du noch bei uns? Auf festen Straßen und auf Abwegen und in Irrungen, auf Pisten ins Ungewisse, an Kreuzungen und Gabelungen, gehst du mit uns. Alle unsere Wege sind schon da, in deinem ewigen Gedächtnis. So vertrauen wir uns dir an und bitten dich für alle, die sich zurückziehen, die ihre Zuversicht verloren haben, die am Sinn ihrer Wege zweifeln und sich überfordert fühlen von den Aufgaben ihres Lebens, dass sie dir im Innersten vertrauen können. Wir bitten dich für alle, die umkehren und neue Wege erkunden, wo noch gar keine Wege sind, die ihren eigenen gewohnten Schritten nicht mehr trauen, die nach der verborgenen Wahrheit ihres Lebens suchen, dass sie dir begegnen. Wohin willst du uns führen? Bist du noch bei uns? Du führst uns auf rechter Straße um deines Namens willen. So preisen wir dich heute und jeden Tag mit jedem Schritt. Amen. Bleib geborgen an seinem Stab, unter seinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen tiefen Frieden. Amen.